Die Tore von Ara sind natürlich vor Ara in der Fluchküste zu finden und beginnen hier unten links. Da gibt es mehrere Prequests, wobei drei von denen fast zeitgleich starten. Und wir kümmern uns jetzt zuerst mal um die Quest mit dem Metallschrott. Der Schauflerkommissar ist da. Wenn man da ankommt, sieht man gleich so ein paar Haufen Metallschrott herumliegen und versucht, die abzugeben. Das funktioniert nicht. Das ist nämlich der falsche Metallschrott. Was man tatsächlich machen muss, ist, diese Wiederverwerter hier zu beschützen. Die laufen dann irgendwann in der Ecke, hacken ein bisschen rum und dann fällt da Metallschrott ab, den man wieder einsammeln kann. Altmetall heißt er. Und das ist der Metallschrott, um den es schließlich geht. Den anderen nimmt Dexter gar nicht erst an. Die Quest mit der gelehrten Didi gehört auch mit dazu. Die muss eskortiert werden. Die war bei mir jetzt allerdings buggy. Das heißt, Didi stand da einfach nur die ganze Zeit rum und hat sich gar nicht berührt. Die dritte Vorquest ist, Wrecking Angaria zu begleiten, während sie Feuer anzündet. Allerdings habe ich noch nie gesehen, dass sie das tatsächlich geschafft hat. Bei mir schlägt dieses Event immer fehl. Trotzdem geht dann die Tore von Ara Eventkette weiter. Ich weiß nicht, ob das fehlerhaft ist oder ob ich einfach das System noch nicht durchschaut habe. Beides ist möglich. Aber egal, weiter geht's auf jeden Fall hier. Nach ein paar Sekunden Wartezeit. Vornehmlich muss dabei der auferstandene Riese angegriffen und besiegt werden. Außerdem noch eine Anzahl auferstandener Gegner. Was sich aber relativ leicht nebenbei machen lässt. Für diese Eventkette sollte man einen großen aufgeräumten Rucksack mitbringen, weil stellenweise der Loot doch recht zahlreich fällt. Der Riese selbst bietet auch keine großartigen Überraschungen mehr, wenn man ihn schon mal kennt. Er tritt, wirft mit Steinen, wirft mit Maden, stampft mit dem Fuß auf und sprüht Gift herum. Möglichst immer hinten stehen, dann hätte man das meiste schon abgehalten. Ist der Riese letztendlich besiegt, geht es eine Ebene weiter nach oben, wo die nächste Quest startet. Die ist relativ ähnlich. Es müssen also auch einfach nur eine Menge Auferstandene getötet werden, bevor die Quest als erledigt gilt. Zusätzlich spawnt hierbei allerdings auch noch ein Auge, das mit diesen Laserstrahlen recht nervig ist. Und dieses Auge spawnt wiederum diese auferstandenen Abscheulichkeiten, die zwar nicht besonders schwierig, aber doch relativ nervig sind. Das Auge muss eigentlich nicht getötet werden. Es reicht, wenn dieser Balken der auferstandenen Präsenz auf Null sinkt, dann gilt das Event als beendet. Liegt das Auge, geht's zum finalen Gegner. Zum Feuerschaman haben begonnen. Zum Champion Tore von Ara starten. Auferstandener oberster Zauberer oder Zauberin, je nachdem, wo man gerade schaut.
Besonders schwierig ist auch er einfach eigentlich nicht. Man muss nur stellenweise sehr hinter ihm herlaufen. Aber Feuer elementar läuft. Eigentlich ganz gut. Stay behind to establish our base camp here. Everyone else, go on ahead. Need help here? White Bunch.